So, und wieder zurück, der NRWB 18 hier. So, wir waren im letzten Teil dazu gekommen, dass wir hier endlich herausgefunden haben, dass diese große, grüne, kahle Fläche der Wald sein soll. Ja, was ist das? Okay. Und wir haben einen Jungen kennengelernt, der... Tja, welche einsame Hütte... Einsame Hütte. Das kann doch eigentlich dann nur die einsame Hütte gewesen sein. Haben dann einen Jungen getroffen, der uns dann etwas gesagt hat. Und ja, jetzt suchen wir... Also, da, ja, richtig, genau, das ist die einsame Hütte, tatsächlich. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was es hiermit auf sich hat. Guten Tag. Also, das ist unser heutiges Szenario. Nock, Soldat der Stufe 10, yeah! führt eine Gruppe Rebellen zu einem Überfall auf ein geheimes Versteck der faschistischen Polizei. Tötet sie! Tötet sie alle! Ihm hilft Scott, Student der Stufe 5, der bei den Fallschirmjägern dient. Komm zum Bund, da geht's rund. Du musst es ja wissen. Die technische Unterstützung liefert Rupert, ein Hacker der Stufe 10. Nennt mich einfach der Mann mit der goldenen Reset-Taste. Also... Ihr rennt auf das Versteck zu, als plötzlich ein MG zu feuern beginnt. Ich protestiere gegen diese Art von Gewalt gegen Studenten, die niemals jemandem ein Leid zugefügt haben. Hey, was geht hier ab? Wer bist du? Ich habe ihn im Wald gesehen. Er hat versucht, einen Waldgeist mit einem Netz zu fangen. Ha, 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 sehr lustig. Was macht ihr Typen eigentlich? Wir spielen Büros und Buchhalter. Es ist ein Rollenspiel, das in der Welt von Einkommensteuer und Cola angesiedelt ist. Ja. Also jetzt Problem 1. Der, den wir im Wald... Wald gesehen haben, der sitzt im Prinzip da im Prinzip am Kopf des Tisches. Also jetzt nicht links, sondern oben. Der hat nämlich diesen Dragon Ass oder was auch immer da drauf stand, ich weiß es nicht, der jetzt gerade eben die Lippen bewegt oder den Mund bewegt hat, weil der links sitzt. Und das stimmt schon wieder nicht. Aber okay. Und das, was die ja machen, das haben wir. Moment, war das im zweiten? Ja, genau, das hatten wir auch im zweiten Simon the Sorcerer Teil. Mit den Leuten, die da ein lustiges Rollenspiel gespielt haben. Gut. Ich dachte, Rollenspiele handeln immer nur von Drachen und solchem Kram. Was soll das? Das ist genau das gleiche wie die Wirklichkeit. Und wir spielen diese Spiele, um vor den täglichen Schikanen des Lebens wie etwa Akne oder Hausaufgaben zu fliehen. Vielleicht interessiert's euch, dass ich tatsächlich aus dieser Welt komme. Ich habe sogar mal einen Buchhalter getroffen. Du bist verrückt, Mann. Völlig durchgeknallt. Genau. Worauf willst du hinaus? Ich will auf nichts hinaus. Allenfalls raus aus dieser Welt und zurück in meine eigene. Meine Mutti sagt, ich darf mit Leuten wie dir nicht reden. Du siehst mir wie ein typischer Durchschnittszauberer aus. Ah ja, guck mal das Poster hinten an der Wand. Ich kenne euch... Da ist es sogar. Ich kenne euch doch aus dem letzten Spiel. Ich habe deinen Freund in einen Hund verwandelt. Du musst an eine andere Gruppe denken. Es gibt viele von ihnen auf der ganzen Welt. Naja, für mich sehen alle verzogenen Belger gleich aus. Ich würde den Unterschied gar nicht bemerken. Was willst du eigentlich genau? Kann ich euren Waldgeist haben? Wir brauchen ihn für das Spiel. Und ich brauche ihn, um die Welt zu retten. Also her damit. Warum ziehst du nicht los und fängst dir deinen eigenen? Weil ich ein Brutalo bin, klar? Und außerdem hasse ich schwere Arbeit. Also rückt den Waldgeist raus oder ich verwandle euch alle in... momentan fällt mir nichts Schlimmeres ein als das, was ihr ohnehin schon seid. Du kannst ihn erst haben, wenn das Spiel vorbei ist. Und wann wäre das genau? Wenn alle Spieler tot sind. Ah ja. Darf ich mitspielen? Ich beherrsche dieses Spiel ziemlich gut. Wir haben bereits 4 Mitspieler. In diesem Feldzug ist kein Platz mehr frei. Nun, und was wäre, wenn einen von euch gewissermaßen ein tragisches und unvorhersehbares Unglück ereilen würde? Dann könntest du mitspielen. Logisch. Genau. Du könntest uns in der Zwischenzeit übrigens einen Gefallen tun. Und der wäre? Bestelle uns eine dieser Pizzas, die sie in der Stadt verkaufen. Mit allen Belägen. Ausgenommen Sardellen. Ich bin allergisch gegen Sardellen. Wo ist eigentlich dieser Pizzatempel? Drüben in der Stadt. Du musst dorthin und dir eine Pizzarina besorgen, damit du bestellen kannst. Verstanden. Und nicht vergessen, keine Sardellen. In Ordnung. Also gut. Was muss ich? Voran! Rauf auf den Hügel! Ich lege mich hin und bleibe hier. Okay. Rupert wird am Bein getroffen. Keine Angst, Rupert. Ich gebe dir den Gnadenschuss. Es ist eine Fleischwunde. Es ist zum Wohl der Truppe. Es ist eine Fleischwunde. Sag ihm, dass es eine Fleischwunde ist. Es ist eine Fleischwunde, aber er kann nicht laufen.
Ja, Amen. Ich war seit 6 Jahren nicht auf dem Örtchen und werde auch jetzt nicht damit anfangen. Seit 6 Jahren. Okay, Pizza bestellen. Aha. Kann ich das denn per Telefon? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich in die Stadt, um mir dann diese komische Karte oder was das da war. Tja. Also, wieder zurück in die Stadt. Oh. So. Wenn das hier mal alles ein wenig schneller gehen würde. Hoppla. So. So. Jetzt wieder laden. Wenn ich den finde. Da ist die schon wieder. Die nicht mit mir sprechende. Nein. Was ist das da? Ach, eine Bank. Okay, wo ist jetzt diese komische Pizzeria? Geht's vielleicht auch McSumpfling? Schauen wir mal in die Übersichtskarte. Vielleicht gibt es da irgendwas. Und wir sehen... nichts wirklich... Doch, da! Pizza Lord. Wieso kommen wir da nicht hin? Ah, direkt um die Ecke. Einmal hier links. Da müssen wir eigentlich schon da sein. Oh. Das hier müsste das sein. Nee, doch nicht. Mannsheim, dreh dich doch. Was steht da auf dem Schild? Na, nicht das, was ich brauche. Da vorne? Nachtclub? Ach, wo ist das Ding denn jetzt hier? Da auch nicht. Was ist das? Das ist die Bank. Obst und Gemüse. Ah, ich bin doch hier schon wieder total verkehrt. Ja, und das ist jetzt der Platz der Magie. Zauberertreff. Ja, das 8. Wunder. Das heißt, ich bin dran vorbeigelaufen. Ah! Obst und Gemüse da. Geht man da? Nein, da kommt man auch nicht rein. Nachtclub, kommen wir da eigentlich rein? Da kommen wir immer noch nicht rein. Da auch nicht. Tja, da kommen wir auch nicht rein. Wo ist diese verdammte Pizzeria? Ich glaube, ich könnte meinen Arm bewegen, wenn er nicht durch den Wagen eingeklemmt wäre. Tja. Eiscreme. Was? Das hier sieht doch italienisch aus. Ja! Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Hey, wie geht's? Mir geht es gut. Bada bing. Bada boom. So wie du aussiehst, muss etwas Italienisches in dir stecken. Eigentlich nicht. Aber du hättest es gerne, oder?
Was? Ich weiß ja, dass ihr Jungs recht offen seid, aber ich muss doch sehr bitten. Wenn du nicht nach einer angenehmen Füllung suchst, warum bist du dann hier? Ich hoffe ja nur, dass du von Pizza sprichst. Wenn du natürlich was anderes willst. Nö, eine Pizza geht schon in Ordnung. Gut, du weißt, wie man bestellt. Dürfte wohl einfacher als das Ausfüllen einer Steuererklärung sein, hm? Kleiner Scherzbold, du benötigst dies hier. Was? Was zur Hölle ist das? Ist keine Hölle, ist sich Pizzarina. Tatsächlich? Dann wird mir einiges klar. Hey, damit wird bestellt. Bestellt? Du weißt schon, Pizzas bestellen. Also brauche ich nur auf dieser Zauberflöte zu blasen und ein Pizzaelf liefert mir eine verzauberte Schafskäse mit Zwiebel? Nein, das wäre verrückt. Also was mache ich dann damit? Du pfeifst, um meine Aufmerksamkeit zu erregen und sagst dann, welche Pizza du willst. Hast du eine besondere Art von Lieferservice? Ich lausche mit Kopfhörern. Die Pizzerina erregt meine Aufmerksamkeit und ich verwende die große Schüssel auf dem Dach, um dich zu hören. Egal, wo du dich befindest. Ja. Ach, dafür ist das Ding auf dem Dach. Ich dachte schon, du empfängst damit Pornosender. Oh, dafür taugt sie natürlich auch. Kriegst du damit auch das Damenschlamm-Catchen? Und sogar das der Männer. Nackte, schlammige Männer? Pfui, Deibel auch. Ich schau's mir nur wegen der Gewalt an. Na, dann geht's ja noch. Ja, es gibt nichts Schöneres für einen Mann, als nach einem harten Arbeitstag daheim zuzuschauen, wie sich andere Männer verprügeln. Ja, das gibt einen tollen Testosteronstoß, oder? Zuzuschauen, wie sich Männer verprügeln. Ich fühle mich dabei stark und stolz. Ich hoffe ja, du wäschst dir während des Kochens oft die Hände. Ich koche nicht, sondern nehme nur die Bestellungen entgegen. Das beruhigt mich ungemein. Du kannst mich wirklich überall hören? Egal, wo du bist. Hauptsache, du pfeifst zuerst. Du weißt doch, wie man pfeift, oder? Irgendwie schon. Du presst ganz einfach die Lippen zusammen und bläst. So weit blicke ich durch. Aber was ist, wenn ich aus Versehen pfeife? Das würde ich nicht empfehlen. Ich hatte einigen Leuten schon mal auf der Toilette zuhören müssen. Klingt unterhaltsam. Was wollten Sie? Mehr Ballaststoffe. Viel mehr Ballaststoffe. Da sollte es keine Probleme geben. Computerfiguren gehen nicht auf die Toilette. Vielleicht brauchst du auch mehr Ballaststoffe. Was kostet diese Pizza? Jede Pizza kostet 10.000 Kröten. Aber keine Angst, die Pizzerina gibt es gratis. 10.000 Kröten. Und dafür gibt's die Pizzerina gratis, was? Das ist aber wirklich nett von dir. 10.000 Kröten für eine Pizza. Für das Geld könnte ich mir ja per Post eine Braut bestellen. Vielleicht nur eine kleine, aber immerhin eine Braut. Aber könnte die dir die beste Pizza auf der ganzen Welt zubereiten und innerhalb einer Minute ausliefern? Nö, aber das wäre auch nicht so wichtig. Da hast du auch wieder recht. Sobald einer der Kunden mal zahlt, werde ich mir auch so eine zulegen. Was meinst du mit, sobald mal jemand zahlt? Wir bieten den großartigsten Service in der Geschichte der Menschheit an. Der großartige Service besteht aus dieser Minutengeschichte? Ich verspreche, dass jede Pizza innerhalb einer Minute beim Kunden ist. Sonst gebe ich sie gratis weg. Vielleicht solltest du dir mehr Zeit für die Auslieferung zugestehen. Ich kam aus der alten Welt mit nichts als diesen Pizzarezepten. Muss ich mir jetzt wirklich deine Lebensgeschichte anhören? Meine Mama, sie hat 40 Jahre lang gearbeitet. Okay. Gott, bitte nicht sowas. Ist jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufgestanden und hat hart gearbeitet. Das ist aber mal nett. Sie hat niemals Kompromisse bei ihrem Ein-Minuten-Versprechen gemacht und ich werde das auch nicht. Im Andenken an meine geliebte Mutter werde ich niemals mein Ein-Minuten-Versprechen aufgeben. Sorry, hast du mit mir geredet? Ich scheine wohl eingeschlafen zu sein. Wenn du müde bist, könnte dich eine Pizza vielleicht aufmuntern. Ich kann mir deine Pizza nicht leisten. Oh, weil. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der beste Service der Welt irgendwas... Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der beste Service der Welt irgendwas mit Pizzas zu tun hat. Eines Tages wirst auch du feststellen, dass es auf der ganzen Welt nichts Befriedigenderes gibt, als sich eine warme, saftige Pizza in den Mund zu schieben. Ich hoffe ja, dass ich eines Tages die Freude an vielem lernen werde, was nicht unbedingt mit Pizzas zu tun hat. Alles andere ist vergänglich. Ruhm, Liebe, Geld und Macht. Aber wenn du einsam und von aller Welt verlassen bist, dann werden überfressen und starke Alkohol.
Alkohol, zumindest zeitweilig Trost bieten. Das sind aber mal schöne Zukunftsaussichten. Vielen Dank. Schon gut. Ein Großteil meines Umsatzes kommt von Kummeressern. Wenn du so weitermachst, saniere ich vielleicht tatsächlich dein Geschäft. Obwohl, sie kosten nichts, wenn du nicht rechtzeitig auslieferst, sagst du? In einer Minute da oder gratis, auf mein Wort, mein Ehrenwort. Und wenn ich nun bei der Bestellung einer Pizza weit fort wäre? Nun, mein Bruder radelt sehr schnell, er sollte es rechtzeitig schaffen. Freut mich wirklich, das zu hören. Nur mit der Orientierung hat er leichte Probleme. Was du nicht sagst, man sagt doch, ein Gratisessen schmeckt noch besser. Was meinst du damit? Nichts. Ich warte nur, bis ich etwas hungriger bin. Denk dran, unsere Pizzas sind die besten. Das wage ich zu bezweifeln. Warum? Unsere Pizzas sind die besten auf der ganzen Welt, oder etwa nicht? Da ich noch nie eine deiner Pizzas gehabt habe, kann ich ruhigen Gewissens behaupten, es sind die besten Pizzas, die ich jemals nicht gehabt habe. Freut mich, das zu hören. Schließlich muss ich auf meinen Ruf achten. Ich glaube, ich schnappe mir jetzt meine Pizzarina und gehe. Ist das recht? Schade, dass du schon gehen musst. Und wen rufst du, wenn du eine Pizza willst? Jemand anderen. Was war das? Wenn ich eine überteuerte Pizza sofort geliefert haben will, werde ich an niemand anderen denken. Sehr gut. Ciao. 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 Tja, Freunde, und das ist ein gutes Stichwort. Ciao, denn der Teil hier ist vorbei und wir sehen uns dann mit dem nächsten Teil gleich wieder und dann mit einer Bestellung einer Pizza vom Pizzalord. Also, bis dahin, NRW über 18, adieu.